Hallo, ich erkläre euch jetzt den Calvin-Zyklus. Der Calvin-Zyklus ist der zweite Teil der Photosynthese, auch Dunkelreaktion genannt, weil eben kein Licht dazu notwendig ist wie bei der Lichtreaktion. Anfang tut das Ganze mit CO2, das quasi in den Kreislauf hineingeworfen wird. Dabei wird es dann fixiert an einem Rubisco-Molekül, das heißt Ribulose 1,5-Biphosphat. Und daran wird es eben fixiert. Dieses Rubisco ist ein C5-Körper. Und dieser C5-Körper wird durch das CO2 kurzzeitig zu einem C6-Körper. Der zerfällt zu zwei C3-Körpern. Die jeweils hier noch ein Phosphor dran haben. Und das nennt sich dann Phosphoglycerinsäure. Diese Phosphoglycerinsäure wird dann phosphatiert unter Verwendung von ATP, das heißt hier das Adenosintriphosphat, 3-Phosphor, wird zu einem ADP, Adenosindiphosphat, und ein Phosphor wird eben angelagert. Und dann haben wir eben hier auf beiden Seiten quasi so ein Phosphoratom dran. Dieses Molekül nennt sich dann 1,3-Biphosphoglycerinsäure. Das wird dann wiederum im Kreislauf weiterentwickelt. Und so wird eben dann quasi wieder dieses Phosphor, was wir gerade eben dran getan haben, wieder weggenommen. Und wir haben einen Körper, der so ähnlich aussieht wie hier die Phosphoglycerinsäure am Anfang. Allerdings ist jetzt der Unterschied, dass es ein Phosphoglycerinaldehyd ist. Das wird auch abgekürzt mit G3P. Und dabei wird eben da quasi ein H angelagert wird, NADPH, das ist ein Plus, dabei in diesem Vorgang zu NADP Plus. Plus eben das Phosphor, also das nicht organisches Phosphor, das dabei auch noch draußen kommt. Diese zwei Phosphoglycerinaldehyde werden dann früher oder später zur Glucose, was dann am Ende eben unser Fixierungsgewinn und auch das Endprodukt dieses Calvin-Zykluses ist. Jetzt haben wir aber erst die eine Hälfte. Da das Ganze ja ein Zyklus ist, fehlt da noch ein bisschen was, nämlich die Regeneration. Und da gehen dann über verschiedene Zwischenschritte, die alle allerdings nicht wirklich essentiell sind, am Ende eben unser Rubisco wieder. Herausentwickelt, eben Ribulose 1,5-Bisphosphat. In diesem ganzen Schritt oder in diesen verschiedenen, oder in einem dieser Schritte, wird dann eben wieder ATP zu ADP umgewandelt, eben wieder dieses Phosphor, was wir hier quasi vermissen, wieder angelagert. Also nochmal im Überblick: CO2 fixiert sich, wir machen die verschiedenen Schritte des Calvin-Zyklus. Das hier ist die Fixierung.
Da wird das CO2 an dem Rubisco fixiert. Der daraus entstehende C6-Körper zerfällt in zwei C3-Körper, Phosphoglycerinsäure. Diese wird dann über zwei Schritte eben über dieses Phosphor reduziert zu einem Phosphoglycerinaldehyd, das dann zu Glucose umgewandelt wird. Das ist das Wichtige am Ende. Dabei wird NADPH zu NADP+ und Phosphor. Dann hier in der sogenannten Regeneration wird das Ganze eben wieder zu einem großen Teil regeneriert zur Ribulose. Wenn wir das Ganze noch quantitativ machen mit den einzelnen Zahlen, also jetzt, dass in das 6CO2 eben hier fixiert werden, haben wir 12 dieser einzelnen Phosphoglycerinsäure, die dann jeweils 12 ATP verbrauchen, zu 12 Biphosphoglycerinsäuren werden, die wiederum 12 NADPH verbrauchen, wiederum zu 12 Phosphoglycerinaldehyden werden, von denen allerdings nur 2 zu Glucose dann werden. Die restlichen 10, einfach G3P, werden eben wieder hier umgewandelt unter Verbrauch von 3 ATP, genau, zu wiederum 6 Rubisco. Das war's auch schon.